So, und da bin ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich musste wirklich nochmal auf YouTube nochmal reinschauen, so bei mir. So, aber ich bin wieder da und ja, das ist aber auch der Titel zumindest vom Video von Götterdämmerung. Erste Folge passt. Die Enttäuschung beginnt. Immerhin. So. Kann ich mit dem reden? Sie sehen besser aus. Ich schaff's schon. Na klar, gern geschehen. Oh, hallo. Wie ich höre, haben Sie mit uns gekämpft. Ich habe mich bemüht. Ich bin froh, dass ich hier war. Und ihr zwei? Seid ihr verletzt? Schusswunde im Bein. Ist aber sauber. Ich kann warten. Hallo nochmal. Sie haben gut gekämpft. Ich bin froh, dass ich hier war. Ich habe ein Auge auf Sie. Alles klar. Okay, wir kümmern uns erstmal um die Verletzten hier. Ich kann das Bein nicht retten. Die Wunde ist zu schwer. Was? Was sagst du? Obwohl, erstmal Muni. Kommt wieder in Ordnung. Ah, Gott! Tut das weh! Sie tun alles, was sie können. Na, bis später. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Dann wirst du sterben, verstehst du mich? So, quatsch mal kann ich mit ihn dem? Etwas holen? Wer ist da? Bist du das, Anya? Nein, bin ich nicht. Ruh dich aus. Sie kommt bald. Wer ist Anya? Okay, aber wir haben da vorne auch noch irgendwie was. Da, ein Dokument, das würde ich auch gerne mitnehmen wollen. Oder ich glaube, da kommen wir nicht hin. Gibt es hier das hier vielleicht kann ich da einsammeln oder so? Da hinten? Komme ich da hin? Überhaupt? Nee. Ich habe hier jetzt gerade einen vorgeschriebenen Weg. Also ich kann da nicht einfach random überall hin. Also ich muss jetzt hier dem Weg folgen. Ich laufe sogar noch in die falsche Richtung, merke ich gerade. Oh, super. Komme ich hier durch? Kann die Tür aufmachen? Nö. Hier durch. Haben wir hier irgendwo wenigstens ein Lager? Noch mehr Muni. Und noch eine Karte. Perfekt. Neues Dokument und Wandgemälde-Position enthüllt. Vogels Wandgemälde. Muss hier noch Griechisch, Russisch und noch eine Sprache lernen. Apropos, welche gibt's denn? Mongolisch, genau. Griechisch, Russisch und Mongolisch. Das waren nicht alle.
Repetiergewehr-Komponenten. 3 von 4. Muss ich runterspringen? Herausforderungsstapel, ey. Ja, machen wir das zuerst. Da vorne. Okay. Über dem Baumstamm. Da muss hier zumindest irgendwo ein Lager sein. Normalerweise ja. Eigentlich müsste ich im Lager sein. Perfekt. Eine Art Begräbniskammer. Okay, waren sehr viele Leute. Sehr viele Köpfe. Großartig. Okay, die erzählt nichts. So, hier investieren wir jetzt endlich mal den letzten Punkt in Adrenalin. Dann nur noch die beiden hier müssen wir voll machen. Hier haben wir auch noch Upgrades verfügbar. Mondschatten. Können wir machen. Das hier können wir noch machen. Okay, für mehr reicht das nicht, was wir haben. Hat auch noch was gebracht. Gibt's hier was? Ja. Wir mögen fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Hermann. Interessant, dass der Gegner im Sturm gekommen ist.
Nein, nein, Mist! Mist. Echt jetzt? Jetzt hat es geklappt. Moment mal, warum bewegt er sich nicht? Okay, nee, das funzt nicht. Und näher ran komme ich nicht. Mist. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Mist. Den da mal raus. Ja, ich bin halt klug, da habt ihr recht so. K, L und K, genau. Ja, also ich versuche möglichst im Chat zu lesen. Es kommen aber auch manchmal Sachen vor, wo ich keine Ahnung habe, was ich darauf antworten soll. Und was auch vorkommt, aber deutlich seltener, wo ich eher weniger darauf antworten will. Die haben ihre Toten einbalsamiert? Also, was haben wir hier? Neue Dokumente und Wandgemäldeposition enthüllt. Wo haben wir Wandgemälde? Ich sehe hier keine Wandgemälde. Zumindest keine markierten. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Anatomiekenntnisse. Spüren Sie die Position von Tierherzen, wenn Sie Überlebensinstinkte benutzen oder auf Beute ziehen. Schüsse auf Tierherzen richten großen Schaden. Tiere mit dickem Fell, Bären und Großkatzen sind gegen Herzschüsse immun. Ah, okay. Drücken Sie RS, um Überlebensinstinkte zu aktivieren, oder halten Sie LT gedrückt, um auf das Tier zu zielen und das Herz zu sehen. Grab abgeschlossen. Katakombe der heiligen Gewässer. Okay, aber hier fehlt uns noch was. Sachen, die wir übersehen haben. Hier,
Das hier zum Beispiel. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Und hier noch das Dokument. Hier. Jemand ist hier eingebrochen. Mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt. Kannen mit Öl und Wein umgestoßen und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte, nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen, selbst vor unseren Brüdern. Okay, wen die haben wir? Haben wir nochmal was freigeschaltet? Nee, leider nicht. Out. Mich wundert, dass wir jetzt eigentlich Jonah bis jetzt noch nicht wiedergefunden haben. Ich frag mich, wo der jetzt eigentlich ist. War das jetzt gerade so extrem am Ruckeln? Zumindest bei OBS war das jetzt im Stream auch am Ruckeln? Okay, dann war das nur wahrscheinlich OBS. Aber hier steht jetzt auch nichts durch, von ausgelassenen Frames durch Renderverzögerung oder sowas. Oder Codierungsverzögerung. War jetzt einfach nur OBS am Ruckeln. Also, okay, dann bin ich froh, dass da zumindest der Stream einigermaßen gut lief. Dann ist wahrscheinlich auch die Aufnahme hoffentlich normal. So, neues Basislager entdeckt. Hier schon wieder den wo? Da. Was haben wir hier? Was lernen wir da? Jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Münzversteck entdeckt. Wo sind sie? Wahrscheinlich haben wir schon... Nee, doch noch nicht alle entdeckt. Aber da können wir noch nichts machen. Hier ist alles abgesperrt im Grunde. Noch ein Rucksack. Geheimnis entdeckt, Karte aktualisiert. Das ist voll. Ja, nix ab, ey. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet. Und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten.
Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Okay, sie ist fertig mit dem Erzählen. Okay, was fehlt denn uns eigentlich was fehlt uns jetzt eigentlich noch an Materialien? Muss ich auch noch gucken. Tierfell. Okay, eigentlich fast alle. 30 ist das Maximum, was wir haben können von allem. Und 107 Münzen haben wir. Wir müssen wieder mal so einen Händler finden. Finden Sie einen Weg zur Akropolis? Noch ein Hühnchen. Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Haben wir jetzt beide Hühnchen? Ihr seid frei! Nein! Was ist denn hier passiert? Ich bin außerhalb der Map, würde ich mal sagen. Jetzt ernsthaft, was ist passiert? Ich glaube, ich werde jetzt einmal absichtlich ertrinken oder so. Wieder zurückkommen. Mist. Lara, unten bleiben. Unten bleiben, Lara. Vor allem die ist jetzt auf einmal ganz schön blutig. Obwohl die nur am Ertrinken ist. Okay, die will nicht ertrinken. Hier komme ich nicht weiter. Speicherpunkt neu laden. Machen wir so. Okay, ich lasse diesmal Günther in Ruhe. Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Ich glaube, das war vorhin Günthers Rache.
Unten gibt's nichts. Und jetzt hat das Spiel abgeschmiert. Na super. So, und für YouTube sage ich auch schon mal, so, da sind wir wieder. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht nochmal ab. Das war aber auch gerade ganz komisch. So, jetzt bitte nicht abschmieren. Gucken, ob es zu spät ist. Ja, Patsch, du hast recht. Das ist Günthers Rache. Muni! Und neues Basislager. Perfekt. Hier wird gespeichert. Ich will antworten. Aber welche Wahl habe ich jetzt? Ich kann Trinity diese Leute nicht auslöschen lassen. Es gibt Grenzen, die ich vor langer Zeit überschritten habe, und es gibt kein Zurück. Kein Löschen der Vergangenheit. Sie ist immer bei mir. Ich muss ihnen helfen. Es ist klar, dass Jacobs Leute für ihn sterben würden und er für sie. Solche Loyalität ist selten. Und sie hier zu finden am Ende der Welt ist wirklich erstaunlich. Wenn ich für sie kämpfe, vertraut Jacob mir vielleicht genug, um mir alles zu erzählen. Okay, ich glaube, das ist fertig. Apropos. Das kann ich nicht einsammeln. Nein. Ich wollte reinzoomen. Obwohl davon gibt's doch. Okay, hier müssen wir alles noch selber tun. Unsere Vorfahren kamen auf der Flucht aus Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte, aber sie überlebten und fanden dieses Tal. Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte. Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst nur zuhören. Heißt noch eine Truhe? Schwere Pistole, 2 von 4 gefunden. Kreaturen dieses Tals waren uns einst unbekannt, aber jetzt sind sie ebenso unsere Brüder und Schwestern wie jeder Blutsverwandte. Ihr könnt viel über die Kreaturen des Tals von den Jägern lernen, aber für sie ist der Tod von Wert. Wir müssen auch die Geschenke unserer Brüder erkennen, wenn sie noch leben. In den Nestern der Vögel findet ihr Federn, die die Pfeilmacher gebrauchen können. Bittet um das, was ihr braucht. Das Tal gibt es euch. Und Muni. Okay, Muni wieder nicht. Ich glaube, ich lasse die Hühner mal in Ruhe. Da ist noch ein Dokument. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen. Aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche. Aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren,
dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. So, die lasse ich jetzt mal in Ruhe. Ich will jetzt nicht, dass das nochmal irgendwie was abknirrt. Sorry, musste niesen. Aber zum Glück habe ich mich noch gemutet. Der Ruf ist klar. Was sollen wir mit diesen Gefangenen machen? Erlegt sie! Nicht schießen! Einen verfehlt. Ab jetzt sei gründlicher. Wie ist unser Status? Sieht sauber aus. Der Stuhl, der regt mich auf. Der rutscht immer wieder runter. Team 4 sucht in den Tunnel nach einer Spur des Atlas. Wir brauchen einen neuen Stuhl. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was sich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Wir müssen Munition sparen. So, wollen wir versuchen, das Sneaky zu machen? Oder? Fängt jetzt der Controller an zu vibrieren. Die sehen sich alle gegenseitig. Und willkommen zurück, Oldcoin. Und wenn ich jetzt versuche, hier lang zu gehen. Wird... irgendjemand in der Lage, mich quasi zu sehen hier? Oder muss ich hier gleich durchballern? Okay, das war's. Können die alle jetzt noch looten? So, noch mehr Pfeile. Was passiert, wenn ich so einen Kanister ins Feuer werfe? Also... zumindest hier. Alle versteckten Funkgeräte zerschießen. Ja, super. Wo sollen die hier sein?
So, ist das ein Wandgemälde, das man über... Nee. Zerschossen? Oder den? Habe ich jetzt den falschen erschossen? Ich hoffe nicht. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Was haben wir da? Okay, mein Freund, du bist dran. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Mir geht's okay, gut. Machen wir mal. Ich komm klar. Obwohl, warte mal. Wir hatten die andere Richtung hier. Noch, Nur atmen. Wir bringen dich hier weg. Oh, 10 Münzen. Oder? Nee, das sind Pilze. Keine Münzen. Von wo kam ich? Von da, ne? Da habe ich noch ein paar Sachen vergessen, glaube ich. Und die hier zu looten. Nein! Lara! Falsche Richtung. Ah, der war einfach zu nah an der Wand. Dass sie dann automatisch da durchgeht. Achso, hier gab es eh nichts. Ja gut. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Ganz ruhig. Und gab's jetzt nichts. Doch. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Das muss wie ein Paradies gewirkt haben. So, griechisch, Stufe 6. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben, da sind wir sicher. Okay, die kann ich eh nicht. Von hier aus irgendwie auch. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Sprengpfeile.
Oder Granatenpfeile, geht auch. So, was haben wir hier? Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Achso. Weg von der Tür! Nee. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Granatenpfeile herstellen. Kann ich jetzt auch noch. Nice. So, von da kamen wir. Ja, erstmal im Lager chillen. Monolith entdeckt. Okay, und ein Fähigkeitenpunkt. Guck mal, was haben wir hier unter Jäger? Erhöhen Sie die Zielfixierung für aufgeladene Bogenschützen. Erhöhen Sie die Munitionsmenge, die Sie an feindlichen Leichen finden. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Größe, ja. Volltreffer, einen Kopftreffer. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 2 Pfeile. Ich glaube, ich würde hier machen. Oder warte mal. Intuitiv. Ihre Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente, Monolithe und Truhen in der Nähe. Sogar durch solide Mauern hindurch. Krypta-Eingänge werden auf der Karte da. Nice. Machen wir das. So. Okay, wir können auch noch geilere Pfeile machen. Muss ich schauen, wie ich das hinkriege. So, wo ist der Monolith? Hier. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Münsterstecke entdeckt. Hier haben wir eins. Okay, da lang. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Okay, das sieht jetzt ein bisschen weit aus, der Sprung. Wenn wir dahin müssen. Okay. Lara, ich bin hier. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf dich. Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Also ich soll jetzt die Helikopter auf mich schießen lassen. So.
super. In die Eier. Einsammeln hier. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Oh, da liegt auch noch was. Eine Karte. So, was fehlt denn hier? Hier haben wir einiges vergessen. Ich glaube, wir werden überall noch einmal kurz zurückgehen müssen und alles einsammeln. Aber jetzt ist zumindest hier sicher, ob wir das da einsammeln können.
Okay, das war ein bisschen doof. Aber nur ein bisschen. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Oh ja, das bin ich. Alle Niederballer. Sprengpfeile gerade. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Also, Freddy, wegen, fragt sich keiner, wo diese Unsterblichen sind, wenn sie unsterblich sind? Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Da hast du die Antwort, Freddy. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Oder wie Oldcoin sagt, die Unsterblichen können nicht ertrinken, die chillen alle auf dem Meeresgrund.
So, was habe ich jetzt eingesammelt? Was war das? Was habe ich jetzt bekommen? Beziehungsweise, wo genau bin ich jetzt? Nee, da fehlt noch ein Münzversteck. Wir gehen nochmal zurück. Wir müssen noch einiges einsammeln. Ich kann nicht zurück. Ich kann nur weiter. Ja, super. Drücken Sie Luft X, um Hakenachse einzusetzen. Ah, ich habe die Hakenachse freigeschaltet. Okay. Hier weiter. Dokument. Auch die Gebeine der Erde bieten Reichtümer an. Und wir haben gelernt zu überleben und zu bestehen. Öl brodelt von unten herauf. Man findet es an tiefen Orten, in Höhlen und den Gräbern unserer Ahnen. Und es brennt ohne große Mühe. In Kriegszeiten bestreichen wir Pfeile damit, sodass sie brennen. Noch tiefer findet man Metall. In tiefen, glänzenden Adern, aus denen Erz abgebaut werden kann. Aus dem Metall schmieden wir Werkzeuge. Aber eines Tages werden wir es brauchen, um die Sowjetwaffen zu reparieren. In Harmonie mit dem Land zu leben, bedeutet selten Harmonie mit unseren Mitmenschen. Okay, noch was? Auf dem Ding? Ach ne, hierüber komme ich nur wieder zurück. Beziehungsweise, warte mal. Nee. Ach so, das ist das Münzversteck. Ja, gut, da kommen wir nicht mehr hin. Mist! Ich dachte, ich schaffe was Cooles. So einen weiten Sprung. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Gewehr freigeschaltet. War gut, dass hier direkt ein Lager ist. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Oh, das klingt nice. Brandverursachende Schrotflintenpatronen. Aber was haben die heute? Spitzgeschosse? Stellen die Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen und sich für eine tödlichere Wirkung beim Aufprall ausweiten?
oder Abrissexpert. Fortschrittliche Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsgrad. Nee, ich hab Bock auf Feuer. So, was haben wir hier verfügbar? So, Stabilisator und verbesserte Camps. Hier hätten wir gezogener Lauf, verbesserte Auswerfer, Großraummagazin. So, Mündungsbremse und Großraummagazin. Leitet die beim Feuern freigesetzten Gase ab, um den Rückschuss und das ungewollte Aufheben des Laufs zu reduzieren. Eine extra große Magazin erhöht die Anzahl der Schüsse, die zwischen den Nachladevorgängen abgefeuert werden können. Komm, wir machen das hier. Und das. Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Ach, wir haben schon ein paar von denen erlegt. Autsch. Wo führt das hier hin? Okay, nirgendwo hin. Kipplaufflinte, ein von vier Teilen gefunden. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Okay, wo geht's denn weiter? Von da oben. Das heißt, ich muss da jetzt irgendwie wieder hoch. Ach, von da oben. Ne, auch nicht. Hä? Ah, okay. Von hier mal wieder hoch. Oh, da unten ist was. Elster blieb wieder am Start.
habe ich von... Ne, von hier komme ich da nicht hoch. Okay, schade. Ich hatte gehofft. Okay, und warum? Ich dachte, da kann ich irgendwas untersuchen. Ja, wie setzt sie einfach nur hin? Waren das Feinde? Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Alles klar, O'Coin. Bis gleich. Wo muss ich genau hin? Wo genau bin ich jetzt? Ah, ich bin wieder hier. Oh, Alter, wie viel hier ist. Zum Einsammeln. Okay, hier komme ich nicht da hoch. Komm ich da irgendwie hin? Ja, nächster, ich mache auch nicht mehr so lange. Aber falls du jetzt schon schlafen gehst, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und schlaf gut. Okay, dann wünsche ich dir wirklich, Ach so, noch bist du da, okay. Ja, halt, ich glaube, ich mache auch nur noch eine halbe Stunde oder so. Ausliefern können, aber bei dem Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Ich musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Da wird aber jemand Spaß haben. Oh, das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die Ziele zu erreichen. Angriff! Wir werden angegriffen! Hä, wie hat der das denn gesehen? Der war doch auf Geld. Könnte der das sehen jetzt, ehrlich? Alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. So. Ja, wir kriegen hier wieder Muni. Bis das Erz kann ich nicht mitnehmen. Wo muss ich lang? Jetzt ehrlich, boom. Achso, da oben. Ihre Worte
gemacht. Wir werden in Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Der ist aber, der wird noch von irgendwem gesehen. So, wo gibt's noch Leute? Ich hoffe, die finden mich nicht. Da ist sie. Mist! Achso, das war's. Und alle von hinüber, okay. So, wo gibt's noch welche? Da liegt noch einer. Gibt es denn noch Loot in dem Bereich? Hier gibt es noch jede Menge. Wo wären das? Da hinten. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Komm, das sammeln wir noch ein. Vollautomatik-Flinte. Nice Pfeile. Mist, da komme ich nicht rüber. Warum muss hier abgeschlossen sein? Wollen, dass man hier irgendwie tausendmal überall hinkommt. Also überall wieder zurückgehen muss. Achso, da brauchen wir nicht. Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht.
Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor zwei Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Willkommen zurück, Oldcoin. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, aber wir werden ihre Höhlen und andere unterirdische Schlafplätze suchen. Bleibt dicht beieinander. Wenn ihr Wölfe jagt, jagen die Wölfe ebenso wahrscheinlich auch euch. So, kriege ich hier aber noch irgendwas, um Feuerpfeile wiederherzustellen? Oder zu looten? Ich glaube nicht. So, erstmal alles wieder mitnehmen. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. So, wieso benutzt ihr nicht mehr diese Leuchtfeuerdinger, diese Fackeln? Da hinten müssen wir lang. Oh, hier gibt es auch noch 1000 Dokumente. Da komme ich halt nicht ran. Ach, hier. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. So, die Münzen will ich auch noch einsammeln. Vorausgesetzt, ich kann da hin. Ich muss hier durch. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Mist. Lass uns
die alle? Ich bin jetzt nur noch am Wandern hier. Falsche Taste gedrückt zum Heilen. Verdammt. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Achtung, Angriff! Dann machen wir noch einmal. Der letzte Schuss ging in die Eier. So, diesmal war besser. So, erstmal alle wieder looten. Damit. Hinten noch die Münzen einsammeln. Oh, Muni. Perfekt. Da gibt es noch zwei Dokumente. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Sehr nobel von ihm. So. Wo ist denn das Dokument? Oben. Wie komme ich denn nach oben? Also. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Wo muss ich überhaupt lang? Obwohl ich würde sagen, vielleicht machen wir hier nächste Mal weiter. Ich wollte ja eh nur noch bis 23 Uhr machen. 5 Minuten hätten wir noch dafür.
So, machen wir nächsten Mittwoch dann hiermit weiter. Und für YouTube sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin's, euer Max Leos. Und ciao.